Mit der Nutzbarmachung des Feuers begann die Zivilisation. Quelle für das Feuer war anfänglich Holz. Die großen Imperien nutzten Holz für ihre Schiffe, aber vor allem auch für die Energieerzeugung. Das Römische Reich nutzte Nordafrika und die Iberische Halbinsel, um seinen Holzbedarf bzw. seinen Energiebedarf zu decken. Und später Großbritannien die Wälder auf den britischen Inseln. Traditionell wurde Energie auch oft in anderer Form bereitgestellt, zum Beispiel über Wasserkraft, Windkraft, aber auch Biomasse. Mit der Verwendung fossiler Energieträger, also vor allem Kohle zu Anfang und später Öl, begann das Industriezeitalter. Doch schon zu Beginn des Industriezeitalters war klar, dass dies nur eine vorübergehende Erscheinung sein kann. Bereits im 19. Jahrhundert suchte man nach Alternativen und natürlich hat man sofort den Gedanken gehabt, die Sonne anzuzapfen. Mit Einsteins Entdeckung des photoelektrischen Effektes wurde plötzlich eine Lösung besonders populär, auch schon im 20. Jahrhundert. Doch auf breiter Ebene haben sich die fossilen Energieträger durchgesetzt, mit all ihren Problemen, die wir heute haben. Der Klimawandel ist die größte Herausforderung für die Menschheit. Jetzt kommt es darauf an, ob es gelingt, das Zeitalter des Feuers abzulösen und durch das Zeitalter der erneuerbaren Energien zu ersetzen. Technologisch sind wir längst so weit. Doch es fehlt an vielen Stellen an Willen, alte Pfründe aufzugeben und sich zu neuen Sternen aufzumachen. Diese Frage wird letztendlich auch darüber entscheiden, ob die Zivilisation eine Chance hat. Hans-Josef Fell und ich haben uns zu einer Reise nach Osten aufgemacht. Wir waren auf der SNEC in Shanghai und wir waren in der Kubuchi-Wüste in der inneren Mongolei und haben dort eines der größten Photovoltaikprojekte der Welt besucht. Darüber hinaus haben wir viele Einzelgespräche mit Firmen geführt und mit Protagonisten der erneuerbaren Energieszene gesprochen. I proposed the feed-in tariff law and now we see what came out. Now is China the world leader in photovoltaics. I am very impressed of your products. Yeah, so that's our common goal. So we are the same target in there. Yeah. Usually, so it's right now it's very important that you want to have a photovoltaic really apply off the grid, etc. So not depend on the grid 100%. So this will save the world. A switch to 100% renewables for the whole world in 10 years is possible. Some kind of graphics, digital graphics onto the solar panels. And the purpose is just to introduce or commercialize the decades of research from Chinese Academy of Sciences. Our final target is replace bifacial to become a double glass because now solar module is bifacial. Es ist sehr eindrucksvoll, was ich hier in China sehen konnte. Es ist vor allem der Technologie-Push, der überall stattfindet. Insbesondere bei erneuerbaren Energien. Wir waren ja auf der SNEC, der größten Photovoltaikmesse der Welt in Shanghai. Es war alleine unglaublich anzusehen, wie viele Menschen und wie viele Aussteller da sind. 3000 Aussteller, solche Dimensionen kennen wir nicht in Europa. Oder 1 Million Besucher an einem einzigen Tag. Die nächsten großen Eindrücke waren dann in Gesprächen mit Firmen, Inhabern und mit anderen, die mir eben auch erzählt haben, wie schnell das Wachstum hier ist. Das ist auch notwendig für den Klimaschutz. Wir müssen sehr, sehr schnell zu 100% erneuerbaren Energien kommen, und zwar weltweit, am besten bis 2030. Und wenn wir hier das Wachstum sehen, habe ich sogar Hoffnung, dass das möglich ist. Die Produktionskapazitäten in der Photovoltaik verdoppeln sich alle 2 Jahre. Und das sind wir dann fast in 10 Jahren durch mit Stromerzeugung nur aus erneuerbaren Energien. Und gleichzeitig ist es ja nicht nur die Photovoltaik, sondern ich sehe auch, wie die Windkraftindustrie wächst, wie die Industrie für elektrische Mobilität wächst, wie die Batterien und andere Speichersysteme schnell wachsen. Aber auch die Integration in den Wärmemarkt
alles ist extrem wichtig. Und dieses schnelle Wachstum sehe ich aber fast nur in China, in Europa nicht. In den USA kommt es ein bisschen, aber nicht in der Größenordnung, wie wir es global brauchen. Das heißt mit anderen Worten natürlich, dass wir auch mehr Kooperationen mit China brauchen. Aus Klimaschutzgründen, ich wiederhole mich, müssen wir sehr, sehr schnell sein. Da können wir nicht warten, bis wir eine eigene europäische Industrie in der Dimension aufgebaut haben. Das würde 10 Jahre dauern. Vor allem bei den vielen Restriktionen, die wir in Europa haben, mit Gesetzesgrundlagen und mit Hindernissen und mit Bürokratie und sonstigem. Aber in Kooperation mit den chinesischen Firmen, mit der chinesischen Regierung, mit den Regionalregierungen, da kann sehr schnell was gehen. Wenn ich mir anschaue, dass wir ja in Europa, auch in Deutschland, sehr viele Innovationen haben, aus den Universitäten, Start-ups sollen groß werden. In Europa fehlt das Venture Capital, die Finanzierung für sie meistens. Hier in China ist es groß vorhanden. Und ich denke, das ist auch eine gute Möglichkeit, wenn Start-ups, wenn neue Ideen sich mit chinesischen Firmen zusammentun und mit ihnen gemeinsam es entwickeln. Viele chinesische Firmen sind hungrig auf diese Innovationen und so könnte eine gute Synergie daraus entstehen, dass beide Seiten etwas davon haben und das zusammen auch tun. Und das ist jetzt nicht nur in der Zelltechnologie, wo eben sich auch sehr viel tut in den Innovationen. Eine Zusammenarbeit europäischer, deutscher Firmen in den Sektoren der sauberen Technologien, erneuerbare Energien, Speicher, auch grüner Wasserstoff und vieles mehr, muss ja nicht eine Einbahnstraße sein. Das heißt ja nicht, dass Innovationen dann nach China abwandern müssen, sondern entscheidend wird sein, auch die Chinesen schauen immer mehr, dass sie auch dort ihre Produktionsstätten aufbauen, wo die Märkte sind. Also wenn der europäische Markt anzieht, und das tut er ja auch im Moment durch andere Politik und durch den Schock, den wir mit dem ukrainischen Krieg erfahren haben im Energiesicherheitsbereich. Also dieses Wachstum ist stark und das zieht auch die Chinesen an. Sie merken immer mehr, dass eines der limitierenden Preisgrenzen ja die Transportkosten sind. Sie schlagen sich immer mehr zu Buche. Und alleine deswegen sind natürlich auch Firmengründungen und Aufbau von Fabrikationsanlagen in Europa auch für chinesische Firmen interessant. Und da gibt sich ein gutes Spielfeld. Wenn also Firmen mit guten Innovationen hier in Europa dann Venture Capital suchen und in China fündig werden, könnte eine sehr gute Kooperation daraus entstehen. Es war für mich der dritte große wichtige Punkt zu sehen, wie in der Nähe von Ordos dieser riesengroße Solarpark aufgebaut wurde. 2,2 Gigawatt. Größenordnungen, die wir uns vor 10 Jahren noch gar nicht vorstellen konnten. Ein Solarpark, der die Stromversorgung für einen großen Industriepark hier ablöst, der vorher vom Kohlekraftwerk kam. Und diese innovativen Investitionen gehen ja weit über die Solarenergie hinaus. Es ist eine Gegend, in der eigentlich vor 20, 30 Jahren nur Wüste war. Inzwischen ist dort sehr, sehr viel begrünt. Was wichtig ist, weil wir ja neben den Null-Emissionen als Ziel mit 100% erneuerbaren Energien auch starke Kohlenstoffsenken benötigen. Bäume, Büsche, Grün und anderes. Und ich habe gesehen, wie hier die Betreiber dieses großen Solarparks auch tatsächlich die Begrünung mit vorantreiben. Nicht nur in den Randstreifen mit sehr vielen Bäumen und anderem, sondern auch unter den Modulen. Die Module sind höher aufgestellt. Dort sollen Büsche wachsen bis hin zu unterschiedlichen Kräutern, die sie anbauen, Blumen. Sie sagen mir, die Natur kommt zurück, viel mehr. Tiere sind wieder da, von Vögel über Hasen und andere. Also diese große Synergie ist enorm. Und am Anfang wird bewässert mit dem Wasser aus dem Untergrund. Später können dann die Beschattungen der Module ausreichen, um den Wasserhaushalt für die Pflanzen bereitzustellen. Denn
die Austrocknung ist ja nicht so stark mit dem Schatten der Motoren. Und so sehe ich also eine ganze Menge von wichtigen Maßnahmen, die wir in der Welt brauchen. Und wenn wir überall das so ähnlich tun würden wie hier in China, dann haben wir vielleicht doch noch eine Chance, den Klimaschutz aktiv voranzubringen und nicht in eine 3 Grad Celsius Heißzeit hineinzuflittern.